Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, wir befinden uns im zweiten Teil des Valentinstag-Specials. Im ersten Teil haben wir uns mit den theoretischen Fakten zum Valentinstag befasst. Was ist der Valentinstag? Wie kam er zustande? Was ist Liebe in der Theorie? Wie wäre denn der perfekte Partner? Quasi haben wir die ganzen Grundlagen gelegt, auch was das Bewusstsein und das Unterbewusste angeht. Und in dieser Vorlesung werden wir auf dieses Wissen aufbauen, indem wir quasi den praktischen Teil abarbeiten. Wie gehen wir dabei vor? Nun ja, wir schauen uns die Physiologie der Liebe an, sprich also, was macht unser Körper? Und zweitens die Psychologie der Liebe, die wir dort unterteilen in Profilierung, Priming, Mimik und Gestik sowie dem Verhalten. Okay, fangen wir mit der Physiologie der Liebe an. Gelernt hatten wir ja bereits, dass wir den theoretisch perfekten Partner am besten mittels eines Interessenabgleiches finden könnten. Das hätte natürlich zur Folge, dass wir mit diesen mit vollem Bewusstsein und auch unvoreingenommen ein Gespräch führen könnten. Genau das ist allerdings das, was unsere Physiologie eigentlich zu vermeiden versucht, da wir so nur schwerlich einen potenziellen Partner und damit Nachwuchs finden könnten. Denn evolutiv war es halt immer schon sinnvoll gewesen, sich fortzupflanzen und nicht die Planung eines Lebens. Die Evolution hat quasi folgende Bewandtnis: besser einen falschen Partner und Nachwuchs, als gar keinen Partner und keinen Nachwuchs. Und genauso sind wir Hunde quasi auch getrimmt. Denn das, was wir empfinden und erinnern, lenkt unser Handeln und unsere Entscheidungen. Das alles findet im Hippocampus statt. Da gibt es zum Beispiel die Mantelkerne, in denen sich die Angst- und Panikzentren sowie die Glücks- und Belohnungszentren befinden, hier in Gelb abgebildet. Diese analysieren jedes Signal von außen, gleichen es mit Erinnerungen und Erfahrungen ab und geben uns ein Gefühl wieder. Dies passiert bereits nach 0,23 Sekunden, also deutlich lange, bevor wir bewusst überhaupt einen Gedanken gefasst haben. Die Angst- und Panikzentren schütten das Hormon Cortisol aus, welches dazu führt, dass wir nervös werden und unseren Blick einengen. Quasi, sie machen uns blind für Details, damit wir einem etwaigen Partner nicht so genau hinsehen und Makel nicht so schnell bemerken. Daher kommt auch der Spruch, Liebe macht blind. Die Glücks- und Belohnungszentren setzen Endorphine frei, das Stammhirn produziert Serotonin und das sind beides Hormone aus der Opiatgruppe, die dafür sorgen, dass wir fröhlich und glücklich sind. Und dieses Glück wird natürlich mit dem potenziellen Partner verknüpft, sodass wir in dessen Nähe sein wollen. Da das ja Opiate sind, sorgen diese Hormone dafür, dass wir wortwörtlich emotional von der Nähe des anderen abhängig werden. Ich denke, dass Opiate wie Opium süchtig machen, ist jedem bekannt. Und das führt natürlich dazu, dass das Fehlen des Partners oder dieser Person, in die man sich dann verliebt, wie ein Entzug wirkt und daher kommen auch Liebeskummer und Trennungsschmerz. Weil es halt quasi ein emotionaler Entzug ist, weil uns dann quasi die Opiate, die uns glücklich gemacht haben, fehlen. Die Amygdala gibt zusätzlich auch Stresshormone frei. Die sorgen dafür, dass das bewusste Denken unterdrückt wird und damit sind wir mehr oder weniger schutzlos unseren Emotionen ausgesetzt. Zusammenfassend können wir also sagen, sehen wir einen potenziellen Partner, schüttet unser Gehirn großzügig diverse Hormone aus. Diese machen uns neurobiologisch mal einfach gesprochen blind, süchtig und gestresst. Und deswegen können wir nicht klar denken und uns nicht bewusst entscheiden, ob und wen wir lieben wollen. Und ob ein Partner theoretisch passt, können wir in dieser Situation gar nicht beurteilen, da uns unser Gehirn halt bewusst blendet. Der mag dann zwar scheinbar objektiv passen, aber es ist eigentlich eine absolut subjektiv gesteuerte, hormonelle inszenierte Sache. Und eigentlich ist das auch relativ gut, weil es die Sache halt dadurch viel spannender macht. Dieser Zustand der Verliebtheit, der uns in unseren objektiven Beurteilungen trübt, woher auch dieser Name rosa-rote Brille kommt, der hält ca. 6 bis 9 Monate an und sorgt auch dafür, dass wir Sex haben wollen. Nach dieser Zeit werden die benannten Hormone nur noch in geringen Mengen ausgeschüttet. Das führt natürlich dazu, dass wir nicht mehr gestresst, blind und süchtig sind, zumindest nicht mehr so sehr. Und deswegen können wir etwas klarer denken und klarer sehen und Makel und Probleme erkennen, was dann unsere Chance auf Trennung erhöht, wo wir auch wieder sehen, in erster Prämisse steht evolutiv der Nachwuchs im Vordergrund. Aber wir sind nicht ganz verloren und nicht ganz nur auf Sex fixiert, evolutiv gesehen. Nein, unsere Hirnanhangdrüse schüttet immer Oxytocin aus.
Und dieses Bindungshormon sorgt dafür, dass wir uns nach Nähe sehen und weckt das Verlangen nach einer dauerhaften Bindung. Ihr seht, wir sind also quasi erst einmal auf Liebesdroge und danach, wenn wir so wollen, auf Knuddeldroge. In dem Zustand sind wir dann nicht mehr blind und gestresst und können daher die Makel und Probleme erkennen. Aber wir sind in gewissen Grenzbereich, dies zu akzeptieren, da wir weiterhin süchtig sind. Halt, wir sind nur auf einer anderen Droge, wir sind jetzt auf Oxytocin. Was viele auch nicht wissen, Oxytocin wird auch beim Orgasmus ausgeschüttet. Und ja, das bedeutet quasi, nach dem Sex, ob man das will oder nicht, und das mag auch eine rein körperliche Sache sein, wie immer alle so gern sagen, aber rein physiologisch, biochemisch ist es so, Oxytocin wird ausgeschüttet und damit sorgt das auch dafür, dass wir uns an der Person, mit der wir Sex haben, binden. Das hat zur Folge, dass viele Freundschaft-Plus-Modelle meist daran scheitern, dass nach einer gewissen Zeit einer der Teilnehmer dann doch, ich sag mal in Anführungszeichen, Liebe entwickelt, was dann oftmals über die ursprüngliche Definition hinausgeht und zu Schmerz und Trennung führt. Damit sind wir bei Punkt 2, der Psychologie der Liebe. Ihr werdet auch sehen, das macht ungefähr 3/4 eigentlich der ganzen Folien aus. Gelernt haben wir ja bereits, dass das Unterbewusstsein uns maßgeblich steuert und daher auch bei der Liebe diese Effekte maßgeblich sind, da sie einerseits hormonell gesteuert und andererseits psychologisch erlebt werden. Dies führt dazu, dass wir für psychologische Beeinflussung sehr anfällig sind, aber auch bewusst das Unterbewusstsein beeinflussen können. Wir können unser eigenes und auch das Unterbewusstsein anderer manipulieren und können damit unseren Erfolg erhöhen oder die Art, wie wir wirken wollen. Es gibt natürlich ein ganz großes logisches Problem. Wenn wir jemanden bewusst manipulieren oder uns extra so geben, wie wir durch Analyse, sage ich mal, herausgefunden haben, gewünscht sind, dann mögen wir zwar für den Zeitraum, wo wir diese Täuschung aufrechterhalten, eine glückliche Beziehung, Interesse etc. anbahnen, aber über kurz oder lang werden wir nicht in der Lage sein, ständig jemanden zu täuschen, weil wir dann mit uns selbst unzufrieden sein werden, was natürlich dann eine dauerhafte Beziehung nicht gewährleisten kann, weil man ist halt dann anders, als man überhaupt sich gegeben hat. Das heißt, für kurzes Interesse ist das eine tolle Sache, alles was auf eine lange Bindung hinwirken soll, ist es eher schädlich. Damit kommen wir zum Unterpunkt Profilierung. Das ist so definiert als das bewusste Verlangen, sich nach außen hinzugeben, wie man sich emotional fühlt. Das Äußere soll also logischerweise die eigene Gefühlswelt, die Vorlieben, Meinungen und Interessen widerspiegeln. Wenn wir uns selbst mal beobachten, ist das oft so. Viele von uns machen das. Sie gestalten halt sich, ihre Kleidung oder ihre Gegenstände, wählen sie alle so, wie sie ihre Interessen, Gefühle etc. haben. Das führt natürlich dazu, dass man bewusst gestaltet in Äußeren wie Kleidung und persönliche Gegenstände erkennen kann, wie eine Person ist. Hier wird es sogar auch Farbenlehre helfen. Und tatsächlich ist es halt so, Leute, die mysteriös sind, die sind eher in Lila gekleidet. Leute, die interessiert und offen sind, blau. Leute, die geduldig sind, eher grün. Leute, die Freude ausstrahlen, eher helle Farben wie gelb, orange. Rot sind meist wirklich Menschen, die dann eher etwas aufbrausend sind. Ihr könnt das gerne mal testen. Das ist natürlich keine hundertprozentige Garantie. Und natürlich hat man nicht jeden Tag immer die Farbe an, ja, mit der man sich repräsentiert fühlt, sage ich mal. Aber tendenziell spiegeln auch die Farben sogar schon unsere eigene Gefühlswelt und wie wir sind wieder. Und deswegen muss man einfach mal schauen und mal beobachten, könnt ihr gerne mal als Experiment machen, was trägt derjenige hauptsächlich für Farben, welche Eigenschaften würden werden den Farben zugeordnet. Das kann man relativ einfach rausfinden, wenn man auf Farblehre geht. Und dann werdet ihr feststellen, in überwiegenden Fällen wird man damit richtig liegen. Ja. Durch die Profilierung kann auch die Zugehörigkeit zu Gruppen direkt aufzeigen, welche Interessen verfolgt werden. Dadurch kann also durch die sogenannte Deduktion, das heißt Beobachtung und Schlussfolgerung, bereits überprüft werden, ob eine Person wahrscheinlich die eigenen Anforderungen und Wünsche hinsichtlich Vorlieben, Wünschen und Interessen erfüllt. Andersherum kann abgeleitet werden, welche Anforderungen die besagte Person wahrscheinlich haben wird, da diese natürlich mit ihren eigenen Interessen harmonieren müssen. Durch Vorgabe, diese zu erfüllen, kann man sich selbst halt passender gestalten oder verhalten. Damit kommen wir zum Thema Priming.
meines Erachtens das spannendste Thema hier in dieser Vorlesung, aber das ist ja subjektiv. Und um das vorzustellen, würde ich gerne ein Experiment machen. Ist ziemlich einfach. Ich werde jetzt euch ein paar Fragen stellen und ihr sollt so schnell wie möglich sie mündlich beantworten. Bereit? Okay, los geht's. 1a. Welche Farben haben reife Tomaten? B. Nenne ein Werkzeug. Stopp. Die meisten werden natürlich gesagt haben, dass reife Tomaten rot sind und erstaunlicherweise bei 1b werden viele geantwortet haben, Hammer. Das liegt daran, mit der ersten Frage habe ich euch auf die Farbe rot geprimed. Geprimed heißt, ich habe dafür gesorgt, dass ihr das als assoziativen Begriff aktuell mental im Kopf habt. Und die zweite Frage hat euer Gehirn nach einem Werkzeug gesucht und welches mit rot verknüpft ist. Und das ist in den meisten Fällen der Hammer. Bei denjenigen, die das nicht geklappt hat, wäre es mal ganz interessant zu erfahren, welches Werkzeug er im Kopf hatte. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Okay, machen wir noch einen Versuch, ja? Selbe Aufgabe, ich stelle ein paar Fragen, ihr antwortet verbal so schnell wie möglich. Los geht's! Welche Farbe haben die meisten Wände? Welche Farbe hat Schnee? Welche Farbe haben Wolken? Was trinkt die Kuh? Und stopp! Ja, die meisten werden weiß, weiß, weiß geantwortet haben bei ABC. Und erstaunlicherweise liegt das daran natürlich, oder führt dazu, dass ich euch auf die Farbe weiß geprimed hat. Und bei den meisten ist es so, durch dieses Priming auf weiß, kommt jetzt die falsche Assoziation bei zu sagen, dass die Kuh Milch getrunken hat. Denn wir haben sofort den Gedanken, aha, weiß, 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 Kuh, weiß, Milch. Und da kommt man meist auf Milch. Natürlich ist die Antwort falsch. Die richtige Antwort wäre Wasser. Aber so möchte ich, oder mit den Experimenten wollte ich euch zeigen, das, was wir gerade gedacht haben, erleben und fühlen, das führt dazu, dass unsere scheinbar objektive Beurteilung, waren ja alles objektive Fragen hier, verändert werden, dadurch, dass wir quasi auf etwas eingestellt, geprimed sind. Diese Antworten, diese vorhersehbaren Antworten, sage ich mal, liegen daran, dass das Unterbewusstsein durch die vorherigen Fragen so beeinflusst wurde, dass es halt Assoziationen zu den vorigen Antworten gesucht hat. Und das wird halt Priming oder auch Prägung genannt und ist eine Manipulation des Unterbewussten. Das Prinzip des Primings besteht darin, dass das Unterbewusstsein unsere Gedanken und Entscheidungen beeinflusst, je nach der aktuellen Gefühlslage, den letzten Erlebnissen und Gedanken, die räumlichen Gegebenheiten, Temperatur, Geräusche und eigentlich alles andere, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. All diese externen Einflüsse und das, was man gerade erlebt hat, sorgen dafür, dass unsere folgenden Gedanken, folgende Entscheidungen nicht objektiv, sondern durch das sogenannte Priming, durch diese Einflüsse, bereits verändert sind. Das geschieht unterbewusst und kann nicht verhindert werden. Wir treffen also nie objektiv eine Entscheidung, sondern immer schon geprimed durch alles, was um uns herum passiert, was wir gerade erlebt haben und erinnern. Das heißt, um zu wissen, ob eine Entscheidung, die wir getroffen haben, gut ist, sollten wir über diese wirklich eine Nacht schlafen und dann diese erneut an einem anderen Ort mit anderen Begebenheiten nochmal überprüfen. Und wenn man sich dann nochmal dafür oder nochmal dagegen entscheidet, dann ist die Entscheidung einigermaßen objektiv und sicher, denn wir haben unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten zu zwei verschiedenen Zeitpunkten, das heißt auch mit verschiedenen Erinnerungen und verschiedenen Einflüssen, dieselbe Entscheidung getroffen. Damit schließen wir quasi ein bisschen diese Beeinflussung aus. Da das schwer zu glauben ist, möchte ich hier einige bekannte Experimente vorstellen. Probanden wurden in einen Kernspintomographen, in dem ihnen verschiedene Preise angezeigt wurden, durch einen Schlauch Wein zu trinken gegeben. Und wenn sie einen höheren Preis angezeigt bekamen, da war drin eine Anzeige, dann gaben sie an, dass der Wein köstlicher sei. Das heißt, sie hatten folgendes Priming, hoher Preis ist gleich wertvoller bzw. besser. Auch obwohl es derselbe Wein war, hat er besser geschmeckt, einfach weil sie dachten, er ist wertvoller. Eine Gruppe sollte in einem Test folgende Wortanreihung zu sinnvollen Sätzen gestalten und dann dem Professor aushändigen. Ich lese sie mal jetzt nicht vor, kann jeder gerne mal in Ruhe lesen, wenn er möchte. Das Problem dabei war allerdings, der Professor befand sich in einem angeregten Gespräch und es wurde untersucht, wie lange denn die Probanden warten werden, ehe sie ihn unterbrachen. Die obige Testgruppe, die also diese Worte da erhalten hat, wurde auf Geduld geprimed. Das kann man in den in blau hervorgehobenen Worten sehen, nett
höflich warten, Geduldszeit zuschauen. Und die haben deutlich länger als die Kontrollgruppe gewartet, die nicht diese, sondern andere Worte bekommen haben. Das heißt, da in unseren oder da in der Erinnerung der Testgruppe Worte sich befanden, die mit Geduld assoziiert wurden, außer Geduld selbst, das ist ja sogar eins, hat das dazu geführt, dass ihr Verhalten in der Hinsicht geändert wurde, dass sie länger gewartet haben. Leute, die einen Bleistift im Mund halten und einen Comic lesen, finden diesen lustiger. Man vermutet einfach, wenn man einen Bleistift im Mund hält, dann hat man den Mund leicht offen und die Mundwinkel leicht nach oben. Man grinst also eher und alleine diese Körperhaltung primet uns aufs Lachen. Viertens. Einer Testgruppe wurden viele Begriffe, die mit Alter zu tun haben, gesagt und die haben sich danach nachweislich langsamer als die Kontrollgruppe bewegt. Sie waren also auf Alter und damit auf langsam geprimed. Fünftens. Zwei Testgruppen mussten Fragen beantworten. Gruppe A sollte sich zuvor 5 Minuten lang schriftlich Gedanken darüber machen, wie es denn wäre, ein Professor zu sein, während Gruppe B sich Gedanken darüber machen sollte, wie es wohl wäre, ein Fußball-Rowdy zu sein. Teilnehmer der Gruppe A konnten durchschnittlich 23 von 42, Teilnehmer der Gruppe B nur 18 von 42 Fragen richtig beantworten. Das heißt, diejenigen, die ein paar Minuten zuvor sich quasi eingeredet haben, sie wären intelligente Professoren, waren deutlich mental leistungsfähiger als diejenigen, die sich eingeredet haben, dass sie Rowdies wären. Das heißt also nicht, Professoren sind zwingend schlau, Rowdies sind zwingend doof. Nein, das bedeutet, unser Gehirn assoziiert mit dem Begriff Professor Intelligenz und wir werden dadurch selber intelligenter. Und mit dem Rowdy assoziieren wir halt nicht Intelligenz und werden deswegen nicht intelligenter. Das ist eine erstaunliche Sache. Überlegt mal, wenn ihr einen Test schreibt, dann solltet ihr euch echt ein paar Minuten vorher hinsetzen und euch irgendwelche intelligenten Begriffe niederschreiben oder euch mit irgendwas Intelligenten prime, indem ihr quasi selbst dann euch darstellt, als wärt ihr intelligent. Das genügt schon. Sechstens. Studien zeigen auch, dass allein der Gedanke daran, Sport zu treiben und die Vorstellung, Sport zu treiben, fit halten kann. Die Probanden haben dann nach deutlich bessere Leistung gezeigt. Siebtens. Menschen, die sich schämen, bekommen das Bedürfnis zu duschen und baden. Das ist auch Priming. Achtens. In einem anderen Experiment wurden Probanden sehr kurz diverse Bilder von Gegenständen gezeigt, die sie anschließend benennen sollten. Darunter war ein Brotlaib, den 40% aller Probanden der Kontrollgruppe erkannten. Und jetzt kommt's. Die Testgruppe hat sich zuvor eine Küche angesehen und die haben den Brotlaib im Durchschnitt zu 80% erkannt. Das heißt, nur weil das Gehirn vorher auf Küche geprimed war, war es in der Lage, Dinge, die es mit Küche assoziiert, wie den Brotlaib, besser zu erkennen. Die anderen Gegenstände, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber die anderen Gegenstände wurden alle auch mit etwa 40% erkannt. Es gab da keine Änderung. Neuntens. Menschen, die auf harten Stühlen sitzen, verhandeln härter und sind weniger kompromissbereit. Und andersherum geht's auch. Sitzt man auf bequemen Stühlen oder Sesseln, dann ist man freundlicher und entgegenkommender. Zehntens. Die Aufnahme warmer Getränke führt zu mehr Kompromissbereitschaft. Kalte Getränke bewirken eine Distanzierung und können auch Wut und Zorn entgegenwirken. Es gibt haufenweite weitere Beispiele. Ich habe jetzt nochmal 10 rausgegriffen, die ich interessant fand. Aber alle zeigen eigentlich, was wir gerade erlebt haben, was wir empfinden und wahrnehmen. Sorgt dafür, wie wir aktuell reagieren und entscheiden. Daraus können wir Folgendes lernen. Sollten wir also einen Menschen zu einem Date einladen wollen, sollten wir uns selbst darauf primen, erfolgreich zu sein, zum Beispiel indem wir etwas zuvor machen, worin wir gut sind, oder eine Liste mit Thema Erfolg erstellen. Die Laune des Gegenübers ist entscheidend, wie unsere Chancen stehen. Das heißt, jemand, der Nein sagt, sagt nicht zwingend wegen uns Nein. Das mag natürlich mit reinspielen, aber es kann allein auch von seiner Laune und den Umgebungsfaktoren ein erzwungenes Nein, oder was heißt erzwungen, man merkt es nicht, ein mental beeinflusstes Nein sein. Das heißt, wenn wir das vorhaben, dann sollte er oder sie gute Laune haben und er kann auch darauf geprimed werden, indem durch ein Gespräch dazu angeregt wird. Zum Beispiel, indem man über die Freizeitgestaltung und Hobbys gesprochen wird. Dann tut man halt quasi direkt auf Ausgehen prime, auf Spaß haben, auf Zeit zusammen verbringen. Das ist eigentlich eine gute Sache.
Die Gestaltung der Umgebung beeinflusst natürlich auch unsere Chancen, haben wir gerade gelernt. Schön weich sitzen, ne? Das heißt, insgesamt zusammengefasst, weiche Sitzgelegenheiten, saubere, freundliche, lichte Umgebung, sanfte oder lockere Musik, warme Getränke und kein Zeitdruck sorgen für positive Atmosphäre und Prime auf Euphorie, Spaß haben und auch Fehler übersehen. Interessant ist auch, man sollte auch keine, oder wenn man es meinen kann, keine kahlen, weißen oder gefliesten Wände nehmen als Umgebung, wo man sich trifft, weil das dann ein bisschen klinisch und distanziert und abkühlend wirkt. Ist halt dann, es wäre schön, wenn es halt wirklich eine Umgebung ist, die ein bisschen gestaltet ist, wo es Objekte zum Betrachten gibt. Einfach wo man quasi sich nicht vorkommt, jetzt sollte man gleich auf dem OP-Tisch landen. Damit kommen wir zum Thema Mimik und Gestik. Beides wird unterbewusst gesteuert und repräsentiert die Gefühle und Gedanken eines Menschen. Das heißt, die Deutung davon erlaubt Rückschlüsse auf Sympathie und Antipathie gegenüber Interessen, Meinungen und anderen Menschen. Dadurch können wir erkennen, was eine Person von uns und unseren Interessen hält. Es besteht natürlich die Gefahr, dass Mimik und Gestik von denjenigen Menschen, der sie hat, bewusst verändert werden. Das können wir, es wird zwar unbewusst gesteuert, aber wer sich bewusst darauf trainiert, kann diese auch manipulieren. Zum Beispiel können wir sehr, sehr schnell ein Lächeln uns aufzwingen, auch wenn wir uns eigentlich gar nicht nach Lachen ist. Genau, hier ist das Beispiel. Wir können uns ein Lächeln aufzwingen und Experiment haben gezeigt, niemand ist in der Lage, ein falsches Lachen von einem echten zu unterscheiden. Wir können es einfach nicht. Der Gegenüber lächelt oder lacht und sofort sagt uns unser Bewusstsein, der ist glücklich, der ist happy, das, was wir gemacht haben, das war toll. Schauen wir uns dazu, weil es halt quasi natürlich in der Flirtphase sehr wichtig ist, an welche Mimiken und Gestiken gibt und was die bedeuten. Lächeln hatten wir ja gerade schon so in etwa. Sofern es ein echtes Lächeln ist das super, denn es ist Sympathie. Jedoch häufig bewusst manipuliert und damit unrecht, beziehungsweise unecht. Und es lässt sich nicht anhand der Betrachtung unterscheiden. Was man allerdings kann, ist, im Kontext kann man es beobachten und da kann ein Lächeln als echt gewertet werden, wenn bei ähnlichen Themen ebenfalls gelächelt wird und bei anderen nicht. Dann können wir sehen, dass das Lächeln nicht einfach nur eine quasi, ja, nonverbale Form ist, in den Dialog zu führen. Haben wir einen leicht geöffneten Mund mit einem echten Lächeln? Das ist in der Regel Begierde oder Verlangen, meist in sexueller Hinsicht. Beim Stehen solltet ihr mal vielleicht auf die Füße eures Gegenübers achten. Wenn die nicht zu euch zeigen, dann hat derjenige keinen Bock auf euch, beziehungsweise er hat, ist in Eile. Auf jeden Fall ist er eigentlich momentan eher daran interessiert, wegzukommen, als da zu bleiben. Achtet auch mal darauf, was ihr mit eurem Körper macht, also eure Körpersprache und Körperhaltung. Wenn euer Gegenüber diese mit der Zeit kopiert, dann könnt ihr sehen, dass er Interesse hat. Denn so sind wir, wenn wir jemanden mögen, dann kopieren wir einfach seine Körperhaltung. Ihr könnt natürlich auch bewusst damit ein kleines Experiment machen, indem ihr euch zum Beispiel am Ohrläppchen krault oder mit der Hand irgendwie aufstützt und seht, ob der andere das auch macht, um zu überprüfen, wie sieht es denn eigentlich aus, ist da gerade Interesse da. Das ist keine hundertprozentige Methode. Aber wenn derjenige in relativ kurzer Zeit, sagen wir 3 bis 5 Sekunden, das kopiert, dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Vermeidet euer Gegenüber den Blickkontakt beim Gespräch, dann ist das Desinteresse. Aber jetzt werden einige sagen: Ja, Moment, was ist, wenn der schüchtern ist? Dann vermeidet die Person in der Regel auch Blickkontakt, blickt meist zum Boden, aber versucht trotzdem ab und an flüchtig zum Gesprächspartner zu schauen. Da habt ihr recht, das ist dann Schüchternheit. Aber beruht auf Interesse und man hat derjenige ein bisschen Angst, ein bisschen schüchtern und hofft halt auf die Initiative des Gegenübers. Ein wunderbarer, genialer Test und ganz ehrlich, als ich das erste Mal bewusst versucht habe, war ich überrascht, das könnt ihr tatsächlich testen, das klappt wunderbar, ist ein tiefer Blick in die Augen. Das liest man oft und da sagt man sich, ja toll, tiefer Blick in die Augen, was ist das? Tiefer Blick in die Augen, den könnt ihr am einfachsten damit erreichen, indem ihr versucht, von eurem Gesprächspartner die Augenfarbe zu erkennen. Dazu blickt ihr, ob ihr es wollt oder nicht, automatisch tief in die Augen. Und wenn dieser Blick von dem Gegenüber erwidert wird und 2 bis 3 Sekunden anhält, dann
werden beide in der Regel ein sehr, sehr intensives Gefühl spüren, was wir als Liebe bezeichnen, auch wenn es noch gar keine ist. Aber das ist entweder starkes Interesse oder es führt zu starkem Interesse. Tut der Gegenüber viel gestikulieren, den eigenen Körper berühren, Frauen vermehrt an Haaren und Beinen, Männer vermehrt am Ohr oder Gesicht, dann haben wir hier einen Fall von Interesse, Neugierde und oder Faszination. In der Regel gibt es auch immer sanften Körperkontakt, der scheinbar versehentlich ist, das bedeutet dann auch Interesse. Verschränkt er gegenüber die Arme, das ist Ablehnung, andere Meinung, da ist man eigentlich auf einem schlechten Weg und sollte vielleicht das Thema wechseln. Erkennen, aha, andere Meinung, okay, lassen wir gut sein, ist schön, darf seine Meinung haben, Lex, wie ich versuche auf ein anderes Thema umzulenken. Hat das Gegenüber eine sehr starre Körperhaltung mit ernsten Zügen und die Augenbrauen meist nach unten gezogen, ist die Person in der Regel skeptisch, streng und oder distanziert. Ist die Körperhaltung hingegen schlaff, der Blick meist nach unten gerichtet, dann traurig oder unerfreut. Etwas, was nur bei Männern auftritt, ist die sogenannte A-Form beim Stehen. Das heißt, die Beine sind leicht gespreizt, sodass wenn man einen Querbalken dazwischen legen würde, ein A hätte. Daher der Name. Und das ist Interesse bzw. die Suche nach Aufmerksamkeit und Respekt und hat was mit dominantem Verhalten zu tun, das so ein bisschen aus unserem evolutiven Reptilienhirn stammt. Beim Frauen gibt es auch was. Das ist nicht ganz evolutiv, die Beine überschlagen. Und wenn die Position so ist, dass sie zu euch leicht seitlich gedreht ist und dass das obere Bein gut sichtbar ist, quasi man kann das ganze Bein und Teil vom Po sozusagen erkennen, das ist in der Regel ein unbewusstes Zeichen dieser Person, dass sie Interesse oder sexuelles Verlangen hat. Auch das ist in der Regel nicht bewusst gesteuert, sondern passiert ganz automatisch. Auf Lippen beißen, kauen kann hingegen auch bewusst gemacht werden und zeigt in der Regel sexuelles Verlangen. Und damit kommen wir zum nächsten Thema, dem Verhalten. Denn wie Mimik und Gestik kann auch das Verhalten Aufschluss über etwaige Verliebtheit geben. Die verliebte Person merkt davon relativ wenig, da sie durch die hormonelle Überflutung, die wir gerade besprochen haben, zu abgelenkt ist. Man kann allerdings Verhaltensänderungen ganz deutlich erkennen und wahrnehmen. Und diese können sogar so weit gehen, dass sie zu äußerlichen Veränderungen führen, das heißt, dass das Äußere verändert wird. Und das ist meist das stärkste Merkmal, wie man das als Außenstehender erkennen kann. Folgende Verhaltensweisen sind für Verliebte typisch: häufige Blicke zur geliebten Person, Suche nach Nähe zur geliebten Person, das Streben danach, die geliebte Person zu beschützen oder zu verteidigen. Ja, das kommt sowohl bei Männern als auch bei Frauen vor und das hat nicht unbedingt was mit Kampf und irgendwelchen Revierfallen zu tun. Nein, das kann auch sein, dass ein verbaler Angriff zum Beispiel stattfindet, sagt, boah, pass mal auf, was du da machst, ist bescheuert und die Person euch ins Wort fällt, ehe ihr euch verteidigen könnt, sagt, ja, das mag vielleicht bei dir bescheuert sein, aber ich sehe das nicht so oder es ist nicht so, weil dies, das und jenes. Das ist damit eher gemeint. Das ist die, nennen wir es mal, moderne Variante, die nicht gleich dazu führt, dass man den anderen mit der Keule haut. Kann sogar so dahin weit gehen, dass auch eine Frage, die eventuell zu einer unangenehmen Antwort führt, von der Person, die in einen verliebt ist, beantwortet wird. Was jeder wahrscheinlich kennt, die Nervosität, Tollpatschigkeit, wenn in Unkenntnis über Gefühle der geliebten Person, ist natürlich auch hormonell bedingt. Ihr erinnert euch, wir sind blind, im Stress und süchtig, in der Kombination sind wir natürlich auch ein bisschen tollpatschig, das sollte jeder eigentlich uns verzeihen. In der Regel zeigt man auch Interesse an Aktivität der Person, die man liebt oder die geliebt wird. Heißt, man informiert sich darüber oder fragt auch direkt. Man möchte auch als Verliebter die eigenen Gefühle und Gedanken teilen. Was auch, wenn es über eine längere Zeit ist, bemerkt werden kann, ist, dass die Interessen sich angleichen. Das heißt, man entwickelt halt gleiche Interessen. Was bei Körperkontakt auch getestet werden kann, ist, ob der Atmung und der Puls identisch mit dem eigenen ist. Denn Personen, die sich lieben, haben das erstaunliche Phänomen, selbst wenn sie es gegenseitig nicht wissen, dass das sich anpasst und synchron wird. Das heißt, die haben immer denselben Atmung und denselben Puls, wenn zwei sich lieben.
Bei Frauen gibt es einige Besonderheiten, was daran liegt so ein bisschen, dass wir Männer sehr testosterongesteuert sind. Wir sind aggressiv, wir sind sehr offen, sehr direkt. Und ehrlich gesagt, sind wir sogar noch ein bisschen süchtiger als die Frauen dadurch. Bei Frauen ist es halt dann eher das Östrogen, das natürlich auch, ja, ich sag mal, Sucht verursacht, aber ein etwas defensiveres Vorgehen ermöglicht. Deswegen hat Frau Ingelore Epperfeld, eine Psychologin, den geprägten Satz ausgesprochen: Die Frau ist die einzige Beute, die ein Jäger auflauert. Was damit zusammenhängt, dass Frauen auch öfters passiv agieren. Das ist heutzutage durch Angleichung Männer- und Frauenrechte und die Betrachtung davon geht immer weiter zurück. Es gibt jetzt auch viel, viel mehr Frauen, die auch offensiv auf einen zugehen, einen einladen etc. Aber tendenziell sind Frauen halt immer noch eher zurückhaltend. Das haben Studien auch gezeigt. Und die müssen sich natürlich anders helfen. Die so sind, die können nicht direkt jemanden ansprechen. Das ist einfach emotional nicht möglich. Gibt es auch bei Männern, das ist dann aber eher Schüchternheit und wirkt eher unattraktiv. Bei Frauen nicht zwingend. Aber jemand, der so ist, der wird halt Signale aussenden, die vermitteln sollen, sprich mich an oder lade mich ein. Ganz unbewusst. Das muss nicht bewusst sein, das kann bewusst sein. Aber wer charakterlich so geprägt ist, dass er nicht offensiv ist, der wird diese Signale automatisch aussenden. Wie schon gesagt, ist das eine Pauschalierung, das trifft nicht auf alle zu, weder auf alle Frauen noch auf alle Männer. Aber was zum Beispiel bei Frauen häufig beobachtet werden kann, ist häufige Blicke, die mit einem Lächeln kombiniert sind. Und die stellen meist eine Aufforderung dar, ein Gespräch zu beginnen. So nach dem Motto: Ich finde dich ja eigentlich ganz nett und interessant, würde ich gerne kennenlernen, aber ich traue mich nicht, dich anzusprechen, komm du auf mich zu. Sätze, welche gut als Vorlage für ein Treffen genommen werden können, bedeuten meist: Das würde ich gerne mit dir machen. Ist also quasi eine indirekte Einladung. Um das mal zu verdeutlichen: Ich würde dies und das gerne mal ausprobieren, aber allein da habe ich echt gar keinen Bock zu. Das bedeutet dann so viel wie: Du, mich interessiert das auch. Wenn du willst, können wir das ja zusammen machen. Und ist quasi dann die Einladung, diesen Satz, den ich gerade als letztes genannt habe, zu sagen. Oder: Boah, ich muss dann in meine kalte Wohnung. Darauf könnte man wunderbar antworten: Ich kann dich ja stattdessen wärmen. Normalerweise sind Männer dann eher doch, ja, hormonell doch ein bisschen aggressiver, sage ich mal, ein bisschen härter. Und da kommt dann meist die Logik durch, die dann sagt: Wenn dein Wohnung ist kalt, dann mach doch die Heizung an. Das ist natürlich nicht falsch, absolut eine sehr solide Analyse. Aber diese unbewusste kleine Aufforderung: Ich würde ja auch gerne, dass du vielleicht zu mir nach Hause kommst, ist damit eigentlich ja zerstört worden. Damit sind wir bei dem Thema jetzt so durch. Ich hoffe, es war für euch interessant. Ich habe euch hier noch einen Dialog aus Special Unit 2 kopiert, der meines Erachtens die Sache eigentlich dann ganz gut nochmal darstellt, was wir jetzt letztlich hatten. Ich hoffe, ihr konntet was lernen, war interessant. Hat Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr eine gute Bewertung da lassen würdet. Kommentare sind natürlich auch gern gesehen. Und ich verabschiede mich in ein wunderschönes Wochenende. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.